schon ein bisschen schwierig, jetzt in den Ernst der Sache überzuleiten, wenn ich so eine Mappe neben mir habe. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ich bin nicht nur die einzige Frau bei den Bauchberatern, sondern auch noch die kleinste Person. So, ja, das ist dann die Bahnfahrt Teil 2. Der Titel heißt Kurzer Halt. Die Enge ist überwältigend. Man muss sich nirgendwo festhalten. Die Körper der anderen Mitfahrer sind zu eng an einen selbst gedrängt, als dass man umfallen könnte, wenn der Zug unerwartet bremst. Wer es tatsächlich geschafft hat, sich in den überfüllten Waggon zu drängen, muss die Enge in Kauf nehmen. Das oder aber man nimmt den nächsten Zug und kommt zu spät zur Arbeit. Viele im Zug sind Pendler. Sie sind die Fahrten zwischen den Städten gewöhnt. Die wenigen Glücklichen, die einen der wenigen Sitzplätze ergattert haben, lesen oder sehen der Landschaft dabei zu, wie sie am Zugfenster vorbeirauscht. Die unglücklichen Übrigen, die die Fahrt stehen hinter sich bringen, hören Musik, starren stumpf an die Wand und tun so, als wären sie gar nicht da. Manche lesen. Einige nutzen die kommenden Minuten, um noch etwas zu lösen. Ich schlafe nicht. Ich lese auch nicht oder höre Musik. Ich gehöre zu denen, die aus dem Fenster sehen und darauf warten, dass die Räder zum Stehen kommen und die Fahrt vorbei ist. Hinter dem Glas werden Bäume zu verwischten braunen Streifen und Häuser zu bunten Flecken. Der Zug wird langsamer. Ein Schild wird sichtbar. Der nächste Bahnhof ist nicht mehr weit. Der Zug rollt über die Gleise auf den Bahnsteig zu. Er hat ihn kaum erreicht, als er mit einem scharfen Ruck anhält. Ich werde fast aus meinem Sitz geworfen. Die anderen Fahrgäste versuchen, Halt zu finden, als ihre Körper durch den Waggon geworfen werden. Eine Frau stolpert und fällt auf ein älteres Ehepaar vor sich. Empörte Ausrufe und gemurmelte Entschuldigungen sind der vorherrschende Ton. Ich setze mich aufrecht dahin und schiele aus dem Fenster. Der Zug ist nicht ganz in den Bahnhof eingefahren. Er steht noch halb draußen. Etwas knackt laut und das allgemeine Gemurmel wird ein wenig schwächer. Eine Stimme untersetzt mit Knacken und Rauschen ertönt. Wegen eines Zwischenfalls verzögert sich unsere Fahrt auf unbestimmte Zeit. Das Gemurmel wird zu einem kollektiven Stöhnen. Die ersten Menschen lassen sich auf den Boden oder jede andere Möglichkeit zum Sitzen nieder. Handys werden gezückt. So ein Mist, flucht der Mann neben mir. Immer das Gleiche. Jetzt komme ich schon wieder zu spät. Wofür bezahle ich eigentlich diese verdammte Bahncard? Es geht bestimmt gleich weiter. Die ältere Dame neben der Sitzreihe lächelt versöhnlich. Wahrscheinlich hat er nur ein Signal überfahren. Mein Mann war früher auch Schaffner, wissen Sie? Der Mann starrt sie an, als wäre sie nicht recht bei Trost. Er knurrt etwas Unverständliches als Antwort und zieht sein Handy aus der Jackentasche, um wieder die Tasten zu bearbeiten. Ach was, da hat bestimmt wieder jemand gepennt, mischt sich eine junge Frau aus dem Gang ein. Ihre Dauerwelle in den halblangen Haaren ist fast rausgewachsen, ebenso wie die schwarze Tönung. Der Haarsatz ist hellblond. Oder es ist wieder irgendwas kaputt. Sie schüttelt den Kopf in einer Geste des Unglaubens. Die haben gratis die Preise erhöht, aber gemacht wird nichts. Ich sehe weiter aus dem Fenster, während die Tirade auf die erhöhten Preise weitergeht. Der Mann neben mir ist mit seinem Handy fertig und steckt es wieder ein. Das gibt Ärger, murmelt er halblaut. Ich weiß nicht genau, wer oder was Ärger bekommen wird, aber mich berührt es auch nicht weiter. Ich bin damit beschäftigt, zu überlegen, wie ich am besten weiterfahre. Normalerweise erreiche ich die Anschlussstraßenbahn am Bahnhof ganz gut. Zwischen Ankunft des Zuges und Abfahrt der Straßenbahn liegen 10 Minuten. Wenn der Zug jetzt das kleine Stück weiterfährt, lässt er uns alle wenigstens raus. Dann kann ich es gerade noch schaffen. Falls nicht, muss ich entweder rennen oder, wenn das hier länger als 10 Minuten dauert, auf die nächste Straßenbahn warten. Dann komme ich auf jeden Fall zu spät. Ich schaue auf meine Uhr. Ich werde in jedem Fall zu spät kommen. Die Frau mit der Dauerwelle hat mittlerweile Freunde gefunden. Sie tauschen Empörungen darüber aus, wie unverschämt es von einem derart großen Unternehmen ist, Geld für so schlechten Service zu nehmen. Ich höre nur mit halbem Ohr zu und versuche mich zu erinnern, in welchem Takt die Straßenbahnen abfahren. Beruhigen Sie sich doch bitte, schaltet sich die Stimme der älteren Frau ein. Der beschwichtigende Ton ist so ungewohnt, dass er mich aus meinen Überlegungen reißt. Anscheinend ist ihr das allgemeine Gekeife zu viel geworden. Mehr als warten können wir gerade nicht tun, fährt sie fort. Dann tun wir das doch. Sie fahren doch eh umsonst, oder? Mischt der Mann neben mir sich ein. Ihr Mann wird doch Schaffner, da müssen Sie nichts bezahlen. Das ist trotz allem kein Grund, sich so aufzuregen.
Ich reg mich auf, wo und wann ich will, ereifert sich die Dauerwellenfrau und stößt, um ihre Aussage zu bekräftigen, ihren Zeigefinger in die eigene Brust. Die dramatische Geste und ihre Lautstärke zeigen Wirkung. Der gesamte Waggon beobachtet interessiert, was vor sich geht. Alles ist interessanter als zu warten und das Stehen im Bahnhof reizt die Nerven. Ich sehe, wie viele Menschen leise zu den Worten der Frau nicken. Ich finde, das ist eine Scheißaktion, fährt sie fort. Wir kommen alle zu spät zur Arbeit und dafür bezahlen wir jeden Monat auch noch. Da wird nicht mehr erklärt, warum wir hier stehen. Das ist echt eine Unverschämtheit. Und vielleicht sind es die Menschen in weißer Kleidung und in orangefarbenen Jacken, die uns alle aufmerksam und die Sprecherin stumm werden lassen. Vielleicht ist es auch die Eile, mit der diese Menschen an unseren Fenstern vorbeilaufen. Es ist eine stumme, zielstrebige Eile. Vielleicht ist es aber auch das ferne Geräusch der Notsirene. Oder die Tatsache, dass eine Trage von den Leuten in Weiß und Orange hervorgeholt wird. Niemand sagt ein Wort. Weder auf dem Bahnsteig noch im Abteil. Die stehen, drängen sich vor den Fenstern zusammen, verrenken sich die Hälse bei dem Versuch, nach draußen zu sehen. Unser Waggon befindet sich etwa in der Mitte des Zuges. Wir können von unseren Sitzen aus nichts sehen. Diese Erkenntnis treffen auch andere. Sie versuchen, die gelben Knöpfe an den automatischen Türen zu drücken, um rausgehen und genauer hinsehen zu können. Die Türen öffnen sich nicht und die Leute kehren wieder zurück. Es ist noch immer gespenstisch still. Die Frau mit der Dauerwelle klebt ebenso am Fenster wie ich. Die ältere Dame schaut auch hinaus, nur der Mann neben mir nicht. Er hat sein Handy wieder hervorgezogen und ist fieberhaft auf der Suche nach der Kamerafunktion. Ich sehe aus dem Fenster. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Dabei sehe ich ebenso wenig wie alle anderen. Die Sanitäter verschwinden aus meinem Sichtfeld, tragen noch immer die Trage mit sich und hasten weiter auf die lockernde Spitze der Bahn zu. Personenschaden. Die Stimme der älteren Frau ist erschreckend ruhig. Personenschaden. So nannte mein Mann das immer, fährt sie fort. Die Frau mit der Dauerwelle leckt sich über die Lippen. Was meinen Sie mit das? Selbstmord, meine ich. Das Wort hängt in der Luft. Und es so ausgesprochen zu hören, bereitet mir Gänsehaut. Plötzlich ist es ekelhaft, aus dem Fenster zu sehen. Ich wende mich ab und sehe auf meine Hände. Mittlerweile kann ich weder an meinen Arbeitsweg noch an sonst etwas denken. Da sind nur Bilder. Vorstellungen, wie ein menschlicher Körper aussehen muss, nachdem eine mehrere Tonnen schwere Lok darüber gefahren ist. Nachdem ein Mensch freiwillig den kurzen Sprung vom Bahngleis ausgetan hat. Ich beiß mir auf die Unterlippe, um die Gedanken zu vertreiben. Es dauert, bis die Bahn weiterfahren darf. Es dauert sehr lange, aber weder der Mann neben mir, noch die ältere Frau, noch die Dame mit der Dauerwelle sprechen. Manchmal hört man leises Murmeln, wenn zwei Sitznachbarn Worte tauschen. Das Murmeln wird nie sehr laut und bricht meist nach wenigen Sekunden wieder ab. Als der Zug schließlich ganz eingefahren ist, öffnen sich die Türen. Viele Menschen schauen nach rechts, dort, wo es passiert sein muss. Die Sanitäter sind weg, das Gleis sieht von meinem Standpunkt her aus, als wäre nichts geschehen. Ganz normal, so wie jeden Tag. Ich gehe die Treppen hinunter zu den Straßenbahnen. Mein Blick geht kein einziges Mal zu meiner Uhr. Soll die Bahn doch kommen, wann sie will.